Ha, weiter geht's mit meinen Classic-Karten. 30 haben wir noch. Und aus jeweils den letzten 15 habe ich immer einmal Legendary rausgeholt. Bei den ersten 15 ein Legendary, bei den nächsten 15 ein Legendary. Und garantiert, ich zähle drauf, dass jetzt auch wieder ein Legendary dabei ist. Ups, schon daneben geschmissen. Wäre so geil, wenn man die daneben schmeißt, wenn die ganz komplett verschwinden würden. Blizzard, das ist eine nette Karte. Demolisher, oh. Unleash the Hounds im Hunter-Deck gern gesehen. Immerhin zwei Rares. Das ist aber ein vernünftiger Anfang. Das ist okay. Das leuchtet immer so fies orange. Man denkt immer so gleich, ah, das ist Legendary. Das leuchtet schon. Ja, Mad Bombe. Man hat es gerade gesehen. Meine Lieblingskarte auf jeden Fall. Noch ein Demolische. Und das war es auch schon. Unterdurchschnittliches Pack. Rare. Epic! Ah, Preparation. Das ist mal nice. Na, immerhin. Circle of Feelings, ganz nett. Ancient Watcher. In bestimmten Decks kann man da coole Kombinationen mit basteln. Oui, Perdition's Blade. Eine gute Waffe. Und als Golden Rare. Sehr nett. Na, immerhin ein bisschen was. Bisschen was geht doch. Aber die Legendary fehlt noch. Die kommt jetzt. Silence. Starfall habe ich schon genug. Auch wenn es an sich eine gute Karte ist. Noch soll es nicht sein, noch soll es nicht sein. Schauen wir jetzt mal. Slam. Das ist eine nette Karte. Ebenfalls wie die Scavenging Hyena, aber die habe ich doch alle schon. Sunwalker ist eine sehr tolle Karte, habe ich aber auch schon. Freezing Trap und Conceal. Freezing Trap noch ganz cool. Aber leider wieder nur eine Rare. Wo bleibt die Legendary? Golden Common. Ja. Und Golden Karte. Immerhin ist zwar eine Common, aber immerhin mal wieder eine Goldene. Na, komm, 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 komm. Flame Imp. Flame Imp ist eine sehr schöne Karte. Auch wenn ich sie jetzt eigentlich nicht mehr wirklich brauche. Epic. Sword of Justice. Gute Paladin-Karte. Und eine Golden Rare. Noch ein Lava Burst. Witzigerweise habe ich genau Lava Burst als Golden Rare. Habe ich schon. Ich glaube, ich habe noch eine dazu. Epic. Der ist gut. Der ist sehr gut, der Earth Elemental. Hervorragende Karte. Naturalize. Acolyte of Pain. Das ist alles nichts Besonderes. Iron Beak Owl hat man auch schon 50 Mal. Und ein Alamo-Bot. So. Freezing Trap hatten wir doch schon. Noch eine Epic. Ja, jetzt kommen nächstes Mal ein paar mittelgute Karten. Die Legendary lässt noch auf sich warten, aber ein bisschen was sammelt sich jetzt mal an. So, die letzten 5 Packs. Forked Lightning, Battle of Rage haben wir alles schon. Silver Guardian ebenfalls. Mana Wraith, ne. Und auch den Circle of Healing haben wir schon. So. Windfury Harpy. Void Terror. Void Terror ist eine ganz coole Map. Ganz cooler Minion. Das zum Beispiel kann man gut verwenden mit einer Rubian Axe. Als Beispiel. Frost Elemental, auch eine sehr gute Karte. Eine Rare. Zwei Rares immerhin. So, 3 Card Packs noch, um eine Legendary zu bekommen in dieser Runde. Ich zähle darauf. Drückt mir die Daumen im Twitch-Chat. Rare. Noch ein Void Terror. Und da unten ist die, da ist da die Legendary. Gehen wir mal rum. Ist da die Legendary? Nein.
Ne? Ihr habt noch 2 Cardpacks Zeit, ordentlich positive Energien, Gedanken im Twitch-Chat, wie die Daumen zu drücken, damit es was wird. Noch eine Freezing Trap. Master Swordsman auch nicht so stand. Stranglethorn Tiger. Noch ein Stranglethorn Tiger. Okay, das letzte Pack. Wie machen wir das? Das legen wir ganz behutsam da rein und packen es dann ganz gemütlich aus. So, ganz vorsichtig. Legen wir auch genau rein. So, genau da rein. Und jetzt packen wir es ganz vorsichtig aus. Ganz langsam. Ganz vorsichtig. Nicht die Legendary verschrecken. Eine Rare, meine ich schon. Leise. Ja, Flame Imp jetzt. Da hinten versteckt sie sich. Ah, immerhin die Epic. Und jetzt die Legendary. Psst, leise. Nicht verjagen. Ah. Ich war extra vorsichtig. Vorsichtig und leise, und es hat nicht geklappt. Wir können ja mal disenchanten. Gucken, wie viel Dust wir bekommen haben in dieser Runde. 655 Dust. Das ist nicht so wahnsinnig schlecht. Aber es war natürlich auch von dem Card Pack davor. Also es ist nicht alles. Die 655 Dust sind jetzt nicht aus den 10 oder 15 Packs leider. Immerhin, wir haben einige Dust inzwischen. Wir können mal ganz kurz nochmal schauen. Lava Burst hatte ich ja in Gold bekommen. Zweimal. Dann disenchante ich die. Immerhin jeweils nochmal 100 Dust. Kann ich ja nicht allgemein schauen, welche goldenen Karten ich noch habe. Wir gucken mal ganz kurz durch, welche goldenen Karten ich noch habe. Wo ich noch was disenchanten kann. Dann habe ich bald genug. Ne? Ja, den habe ich leider nur in Gold. Kann man mal durch. Geh weg. Ethereal Arcanist habe ich auch nur in Gold. Perdition's Blade hatte ich vorher auch noch nicht. Wir haben noch nicht so viele. Das hat der Nachteil, ich habe noch nicht so viele Classic-Karten. Da ich ja meine ganzen Karten fast nur als Arena-Rewards habe. Und der Armani Berserker, auch nicht als normale Karte. Kommt irgendwo noch eine goldene vielleicht. Der Venture Co. hatte ich auch noch nicht. Da sieht man, wie viele Karten mir doch noch fehlen. Vielleicht kaufe ich mir doch nochmal 60 Classic Packs. Ich glaube nicht jetzt. Aber wer weiß. Vielleicht kaufe ich mir nochmal 60 Classic Packs. Damit ich da mal mehr zusammenkriege. Wie viel wären 60 Classic Packs? 60 Classic Packs wären 6000 Gold. Wie viel ist denn 6000 Gold in Euro? Müssen wir mal umrechnen. Das mache ich gleich mal in der Pause. Aber ich möchte auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Naxxramas spielen. Das steht auf jeden Fall noch auf dem Plan. Das lasse ich mir nicht nehmen. Die Class Challenge geht noch weiter. 4 Stück haben wir gestern Abend schon erfüllt. Und dann geht es gleich mit der Class Challenge weiter. Bei Naxxramas kurze Pause. Und dann ist es soweit.